Moin moin, liebe Traderinnen und Trader. Heute in unserer Morgenbesprechung hier im Urlaubsmodus bei mir das Thema Euro-US-Dollar weiter im Aufwind. Die Korrektur baut sich sozusagen weiter aus in die Höhe quasi, denn die Verordnung ist ja im Abwärtstrend im Euro-US-Dollar. Und wir schauen auf den SP 500. Der macht nämlich so den Anschein, als würde er eine bullische, hohe Flagge ausbilden. Und das ist durchaus interessant in die Trading äh, sage ich mal Szenarien mit einzubauen mittelfristig für die Longseite kurzfristig eventuell auch für die Downside also das ist hochinteressant äh, was wir hier sehen können deswegen schauen wir uns das heute Morgen an dazu haben wir noch zwei Wunschmärkte und zwar das Cable also ähm, britisches Pfund US-Dollar ähm, das Währungspaar äh, mexikanischer Peso, US und wir schauen noch mal auf die äh, information zur Flagge, nein, nicht zur Flagge zu so, Jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, zum, im, im, im Austral-Dollar, US-Dollar, da hatten wir ja in der letzten Woche über diese äh, schulterkopf kopf schulter formation gesprochen, die wir dort im Chart hatten. Ähm, das wird jetzt ein bisschen edukativ dann. Das schauen wir uns mal genauer an. Das Verhalten an solchen Konstellationen, gerade auch von der Verordnung her, wo sie sind. Das ist nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema, aus dem man sehr viel lernen kann, weil wir das hier gerade in der Entstehung sozusagen haben, schauen wir uns das Ganze gerne auch an. Diejenigen, die live zuschauen, wissen es schon. Bitte gleich jetzt mal noch aufs Mäuschen ähm, oder das Mäuschen in die Hand nehmen und auf den Like-Button klicken. Alle anderen, die das Ganze über Laptops oder ähnliches schauen, mit dem Finger auf den Button knicken und das Ganze mit der Welt auch teilen. Würde mich freuen. Danke dafür. Und wir machen an dieser Stelle weiter mit dem Risikohinweis. Sie wissen es bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Was hier im Hintergrund geschrieben steht, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das wäre durch. Und ja, an dieser Stelle natürlich auch immer wieder die Einladung, wer einen Wunschmarkt hat, rein damit in die Charts und ja, äh, beziehungsweise in die Chats, nicht in die Charts. Und dann können wir hier sehr, sehr gerne auch über den ein oder anderen Wunschmarkt miteinander sprechen. Das dazu und dann kommen wir zur Nachrichtenvorschau für den heutigen Tag. Wir bekommen kurz vor 10 Uhr aus Deutschland den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen. Dann, dann geht es direkt um 10 Uhr weiter den Einkaufsmanager-Index für die EU und gefolgt dann auch 10.30 Uhr äh, folgen dann die Briten sozusagen Einkaufsmanager-Index im gesamten und für die Dienstleistungen. Heute Nachmittag bekommen wir dann aus den USA die Rohöllagerbestände, die offiziell und um 20 Uhr das FOMC-Sitzungsprotokoll. Und wo wir gerade bei den Öllagerbeständen sind, schauen wir mal kurz, was wir gestern im API gehabt haben. Da haben wir eine Abnahme von 2,6 Millionen Barrel gehabt. Das war nach dem Zuwachs der letzten Woche von 7. Millionen Barrel ähm, und eine Erwartung von einem Zuwachs von 6,99 Millionen Barrel war das doch ähm, ja, eine Überraschung. Nein, Moment, die Zahlen waren falsch. Der Markt hatte erwartet, nach dem Zuwachs von 3,9 also Millionen Barrel, hatte der Markt erwartet einen Rückgang von 1,3 Millionen Barrel, tatsächlich waren es aber 2,6, also das Ganze hier. Die richtigen Zahlen, da ist was anderes dazwischen gerutscht an dieser Stelle. Also das so ein bisschen die Nachrichten für... Den heutigen Tag im Überblick. Wie schon gesagt, die Woche ist nicht wirklich doll gespickt mit Nachrichten. Ein bisschen was gibt es immer wieder. Ich denke mal, die Analysten werden sehr, sehr genau hinschauen, was im FOMC-Sitzungsprotokoll steht. Morgen haben wir ja dann noch die Paul-Rede. Ähm, die hat allerdings nichts mit der FOMC-Sitzung zu tun. Aber da wird der Markt ganz genau hinschauen und auch abwarten. Das Ganze, wie schon gesagt, alles in Ruhe, auch in der Planung an dieser Stelle. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir weiter mit den Charts an dieser Stelle. Und wie schon gesagt, wunderbar. Märkte, äh, gerne und hier an dieser Stelle den Chart im Großformat. Ja. Wir schauen jetzt allerdings nicht auf den NASDAQ. Den hatten wir gestern äh, ja auch in aller Ruhe miteinander besprochen. Es sei denn, es sind Fragen zum NASDAQ, dann analysiere ich den natürlich auch mit. Ansonsten machen wir das, was ich auch in der Vorankündigung reingegeben hatte. Wir schauen zuerst einmal auf das Währungspaar Euro-US-Dollar, denn äh, der ist weiter im Korrekturmodus. Hier haben wir ihn. Und der Trend, äh, wie wir das beim letzten Mal auch gesprochen hat, in diesem Kanal, setzt sich weiter nach oben fort und er macht auch nicht den Anschein, dass er gleich zu Ende ist. Das ist ein sehr, sehr bullisches Szenario, was wir hier momentan haben. Bevor wir uns jetzt allerdings hier mit dem Vier-Stunden-Trend auseinandersetzen, das heißt mal die Korrektur ganz genau anschauen, gehen wir zunächst erstmal eben in den Tageschart rein, um das Ganze mal so ein bisschen genauer äh, entsprechend auch zu analysieren. Denn wir sehen es hier, dieser sehr, sehr sehr starke Zuwachs, wenn man mal sieht, wir waren hier unten im Low bei der Marke von 117043, das ist dieses Low, was wir hier unten hatten und laufen jetzt deutlich nach oben rein. Das ist schon eine sehr sehr starke Ausdehnung zur Unterseite bzw. zur Oberseite hin, aber alles noch im korrektiven Sinne. Warum? Das ist ganz klar, wenn wir uns den Trend mal anschauen, der kommt halt von oben nach unten. Das ist mal das größere Bild hier an dieser Stelle. Äh, aber das kleinere, engere Bild ist halt das, was interessant ist. Und schaut mal hier oben, um die Marke von knapp unter 1,20. Dort liegt das aktuelle Zwischenhoch. Und bis dahin kann der Markt auch korrigieren. Ne? Das ist schon also noch ein ordentliches Stückchen Weg nach oben. Jetzt an dieser Stelle wird es interessant, wie der Markt sich hier unten... Ähm, Jetzt will er wieder hier. So, also wie der Markt sich hier unten sozusagen ähm, aufhält, das heißt, das, was wir hier unten sehen, ist jetzt wichtig, denn wir haben hier an dieser Stelle ein, ein Widerstandslevel hier. Das ist das Trendfortsetzungslevel hier in diesem Level, wo wir jetzt direkt reinlaufen. Und wenn auch das. Sozusagen weiter gekauft wird, dann sehen wir, dann hat die Korrektur noch deutlich mehr Luft, äh, dann ist die bullische Seite doch deutlich, deutlich stärker hier an dieser Stelle äh, und es kann noch ein ganzes Stückchen weit nach oben gehen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal eben im 4-Stunden-Chart an, denn mit Blick auf die kleineren Zeiteinheiten sehen wir auch, hier haben wir noch ein anderes Fenster, auf das wir achten müssen. Und zwar ist das das hier oben. Das sind so Zwischenanlaufpunkte, die wir hier durchaus mit rannehmen können. Und das wäre der Hochbereich, den wir hier oben haben, um die Marke von 1.1945 rum. Das hier oben. Das sehen wir gleich aber auch im Verlauf des 4-Stunden-Charts an dieser Stelle. Das heißt, hier gehen wir mal rein, raffen das Bild. Mal kurz ein bisschen zusammen und da sehen wir, wie der Trend sich verhält. Ne? Bewegungen, Korrekturen, alles schön aneinandergereiht. Ich greife jetzt mal wieder zum Skizzierwerkzeug an dieser Stelle und da sehen wir sehr, sehr schön den Abwärtstrend am Laufen und zwar hier in gänze bewegungen und korrekturen reihen sich hier aneinander und das ist quasi der, der trend den ich gerade auch auf tagesbasis gezeigt habe und da gibt es untergeordnet halt noch den zweiten trendverlauf und zwar ist das dieser bewegungsarm den wir hier haben und das ist der der sich hier runterschlängelt und da hatten wir ja beim letzten mal auch schon besprochen hier als der markt über dieses level drüber gelaufen ist hier unten da sind wir sozusagen ähm, hier über diese Marke, da haben wir diesen Bewegungsarm definitiv rausgenommen. Und der Trend, der sich jetzt hier nach oben schlängelt, hat halt Potenzial und der ist relativ stark. Die Stärke sehen wir daraus, dass es nach den starken Schüben, die wir hier sehen, also die Bewegungen kommen immer mit sehr, sehr viel Momentum äh, und die Korrekturen sind immer relativ flach und relativ knackig. Ne? Das sehen wir hier auch gerade. Die, 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 die sieht ähnlich aus wie die Korrektur hier unten. Unten eine leicht schräge Linie, oben mehr oder weniger einen geraden Deckel drauf. Da gibt es nicht wirklich viel zu machen, und dann schiebt es den Markt wieder rauf zur Oberseite. Anlaufpunkte sehen wir halt jetzt sehr, sehr schön im entsprechenden 4-Stunden-Chart, und das sind halt ganz klar die Level, die wir hier oben haben. Das heißt, wenn wir tatsächlich dieses Verkaufslevel, dieses ehemalige Überschreiten, das heißt, wenn hier plötzlich die Absicherungslevels erreicht werden, wo Wiederkäufer in den Markt kommen, dann ganz klar. Nächster Anlaufpunkt hier oben dieses Level um die knapp 1,1945 und dann kann es auch zur Ausweitung oben reinkommen und da wird es dann wirklich spätestens interessant, weil wir haben es ja gesehen, dort oben liegen definitiv zweimal äh, Verkaufslevels. Das ist ein Level, da ist der Markt immer wieder abgeprallt. Das ist auch hier dieses entsprechende Trendentstehungslevel, äh, wo viel, viel Druck auf dem Markt ist. Das wird sehr, sehr interessant. Bis wir hier oben drüber gehen, ist alles Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend fliegt das Level dort oben weg. Dann, wenn wir dann auf die Tagesbasis schauen, dann schauen wir auch in eine komplette Änderung rein, denn dann haben wir diesen Abwärtstrend nach unten rausgenommen. Das heißt hier ähm, das Ganze an dieser Stelle hier. Dort oben mit diesem Toppeltop -Top ist halt dieser Trend weg, den wir hier haben. Äh, ja, und damit sieht es dann eher so aus, als wenn der Markt erstmal höher will in die größeren Level rein. Ob das so weit kommt, wie schon gesagt, müssen wir erstmal sehen. Das ist noch sehr, sehr weit weg. Da gibt es vorher definitiv wichtigere Entscheidungsmarken, die uns dort die Richtung weisen. Und deswegen können wir hier sehr, sehr schön entsprechend auch hinschauen. Für diejenigen, die das Ganze im kurzfristigen Bereich traden wollen und hier den 4-Stunden- oder sehr, sehr gerne auch den Stundentrend. Ist das gleiche Bild ähm, zum Traden nehmen wollen, kein Problem. Da sehen wir, wir handeln die Korrektur im, Aufwärtstrend, im Abwärtstrend. Das muss jedem bewusst sein. Also es kann jetzt ziemlich schnell äh, auch nach unten gehen. Und wenn wir uns da mal ganz kurz hier den Trend einzeichnen lassen, das ist der, der gerade nach oben läuft. Hier sehen wir halt die Bewegungen und entsprechend auch die Korrekturen. Und wenn das Ganze hier Quasi nach unten wegrutscht, wenn wir hier einen Gegentrend bekommen in dieser Basis, dann geht es wieder abwärts. Ansonsten eher die Aufwärtsrichtung. Und das ist halt das Interessante, was man hier sieht, wenn man das Ganze in den kleineren Zeiteinheiten tradet. Dann haben wir hier an dieser Stelle äh, den laufenden Aufwärtstrend. Ne? Der ist hier da. Technisch ist der eigentlich fortgesetzt, aber. Diese, diese, diese Kerze hier ist nicht wirklich eine bullische Kerze, zumindest momentan nicht. Von der Seite her muss man schauen, wie es weitergeht. Aktuell, wie schon gesagt, das Trendtief haben wir hier unten um die Marke von knapp 1,18. Was ist hier unten das Low? 1,18,65. Und wenn es zur Trendfortsetzung kommt, ist halt genau das das Interessante. Und dadurch, dass der Markt hier so flach korrigiert, kann man hier gut und gerne das Thema der Trendfortsetzung traden. Das heißt, hier raufgehen und den Trend so lange traden, wie er intakt ist. Aus jetziger Sicht müsste dann, wenn es hier zur Trendfortsetzung kommt, der Stopp auch relativ eng unten drunter. Das heißt, das wäre dann hier, weil wenn wir hier drunter fallen, ist dieser Trend definitiv gebrochen und dann sieht es eher so aus, als wenn wir wieder umkehren in die übergeordnete Abwärtsrichtung. Solange das allerdings nicht der Fall ist, haben wir die Chancen, weiter nach oben zu laufen und da sehen wir ja, was auf uns wartet. Hier die höheren Level haben wir ja da und das Ganze ist halt wirklich immer sehr, sehr interessant zu sehen. Diejenigen, die das Ganze in die Short-Richtung drehen wollen, ähm, können aus jetziger Sicht sich mal auf diese Flagge hier beziehen. Und diese Flagge schauen wir uns mal kurz im 5-Minuten-Chart an. Denn hier sehen wir es: Das ist die weite, weite Seitwärtsphase. Und wenn wir hier tatsächlich nicht nachhaltig oben ausbrechen, sondern unten drunter laufen, ähm, dann geht es erstmal so ein bisschen weiter in die Korrektur der Stunde. Der Stundentrend unten aus jetziger Sicht wird erst rausgenommen, wenn wir hier unter dieses Level unten drunter fallen. Also hier unter diese Marke, das ist das letzte Korrekturtief quasi im Aufwärtstrend. Trend, den wir hier haben, in dem kleineren, den wir gerade gesprochen haben, also unter die Marke von 1.18, da unten drunter hier muss der Stopp hin für die Stunde, sozusagen dort ist der Stundentrend gebrochen. Sollten wir also aus dieser hohen Flagge nach unten ausbrechen, wäre es für die kurzfristigen Trader durchaus interessant, etwas nach unten zu traden. Anlaufmarke haben wir da. Und zwar immer wieder gerne die entsprechenden Korrektur-Tiefs hier mit reinzunehmen. Da haben wir einige liegen, ähm, die wir haben und die sind teilweise natürlich relativ eng gesehen. Ja. Es kommt also halt an dieser Stelle immer darauf an, ähm, wie der eigene Trading-Ansatz ist. In diesen kleinsten Bewegungen handelt man halt große Positionen, ist aber nur ganz, ganz kurzfristig am Markt aktiv von der Seite her. Muss das immer in die entsprechende Relation gesetzt werden? Wie schon gesagt, das Short-Signal ergäbe sich dann, wenn wir tatsächlich diese Flagge hier nach unten durchbrechen und der Markt wegtrendet. Das wäre das wirklich wichtige Level, was wir hier haben an dieser Stelle. Noch ist die Entscheidung nicht da. Da muss man ein bisschen geduldig sein. Wenn sie dann kommt, kann man sie gut traden und man hat auch ein relativ enges Absicherungslevel. Nämlich spätestens dann, wenn wir hier oben über die 1,18, was haben wir hier im Hoch? Das Hoch, das Zwischenhoch, was wir hier geschrieben hatten, haben wir gehabt bei 1,1881. Also spätestens, wenn wir hier wieder oben drüber fliegen, ähm, dann ist der Aufwärtstrend in Fortsetzung. Das heißt, jeder, der Short unterwegs ist und diesen Arm hier tradet, der ist spätestens hier oben raus, sonst steht er gegen den Markt. Und damit hat man ein relativ enges Absicherungslevel und unten doch ein paar Ziele, wo man ein halbwegs vernünftiges, kurzfristiges CRV bekommen kann, das Ganze entsprechend zur Planung mitzunehmen. Wie schon gesagt, der Ausbruch hier ist ein Versuch gewesen, wurde wieder abverkauft. Wenn wir jetzt vor diesem Tief nach oben rumdrehen und die Trendfortsetzung machen, dann haben wir gute Chancen. Und Stück weit nach oben entsprechend rein das entsprechend der blick in den Euro, US-Dollar. Dann gehen wir über zum SP 500. Und da habe ich ja in der kleinen Einleitung für heute auch geschrieben auf Facebook, dass wir uns mal mit der hohen Flagge hier auseinandersetzen. Ich lösche mal ganz kurz die ganzen Linien raus. Die brauchen wir hier nämlich nicht. Wer das übrigens auch machen möchte, so einen Chart aufräumen, der drückt einfach auf Steuerung und B, wählt hier eins aus und klickt entsprechend auf Löschen, hält die Enter-Taste fest, solange bis alles weg ist. Und fertig war's das. So, jetzt zurück in den SP 500. Ich lege mal hier noch den Stereo Trader mit rein, damit auch das MTON Live-Signal. Moment, irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Kleinen Augenblick, der ist drinnen. Okay, dann machen wir das Ganze ohne. Also, was wir hier an dieser Stelle haben, ist der Aufwärtstrend. Ne? Das sehen wir. Ja, ist klar am Laufen schön nach oben aufwärts gerichtet. Wir sehen hier oben sehr, sehr schön das ehemalige, den ehemaligen, sag ich mal, äh, Top-Bereich, der jetzt entsprechend auch rausgenommen wurde. Der Markt hat hier schön kontrahiert obendran und ist dann hier aus einer finalen flachen Kontraktion schön nach oben ausgebrochen. Und das Interessante an dieser Stelle ist jetzt, dass wir oben keinen starken Abverkauf sehen, sondern dass wir das ehemalige Ausbruchslevel jetzt als Unterstützungsbereich haben und der Markt auf relativ hohem Niveau. Niveau Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, was jetzt relativ schwierig ist, ist zu sagen, wir suchen jetzt mal anhand, äh, sage ich mal, trendtechnischer äh, Marker das Ziel zur Oberseite raus. Äh, das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Da kann man sich entsprechend jetzt nur wieder mit der Krücke behelfen, dass man einfach sagt, okay, äh, wie sah dann das letzte Korrekturverhalten aus im größeren Zeitrahmen? Das heißt, wenn man da mal beispielsweise auf die Woche schaut, dann haben wir ja auch hier den Aufwärtstrend und die letzte Korrektur, die wir gehabt haben, die lief ja von diesem Level hier nach hier unten. Ich mache das mal kurz in Blau, damit man es besser erkennen kann. Ähm, und das ist das, was man gerne oben drauf setzen kann. Also das ist so eine kleine über den Daumen regeln. Und das nehmen wir einfach von unten weg, ziehen das oben rauf so ganz grob. Und da können wir dann sagen, okay, das Potenzial aus der Korrektur unten raus liegt mal im Bereich der 4.200 Punkte Marke oben drauf. Das ist das eine. Jetzt sind wir allerdings in einem kleineren Bereich, in einem kleineren Kontext verortet. Und auch da kann man etwas ähnliches machen nämlich dass wir den letzten sozusagen schub zur unterseite äh, hier mal unten rausnehmen das heißt das war das stückchen hier was wir hier unten drinnen hatten und setzen das mal rauf und da sehen wir auch selbst im kleinen ähm, ist das ganze gut unterwegs und wenn man sich das ganze mal anschaut auch hier zur oberseite hin haben wir noch ein kleines bisschen luft äh, über die Marke von 4100 Punkten. Also, das ist quasi jetzt für die ganz kurzfristigen Trader mal ein Anlaufpunkt, wo man hier einfach im SP 500 noch ein paar Pünktchen zur Oberseite mit hinnehmen kann. Aber ich sage an dieser Stelle auch, wenn das Marktverhalten hier so, wie es ist, jetzt auch bleibt, dann ist das ein eher bullisches Zeichen. Das heißt, ich gehe dann in dem Moment davon aus, dass wenn der Markt hier oben über das Zwischenhoch vom Montag drüber stößt, also hier über dieses Level, wo haben wir das gehabt, das war das Hoch war bei 4083 Zählern, ja. Wenn wir das tatsächlich nachhaltig rausnehmen, dann wäre das eher ein bullisches Zeichen. Und da werden, denke ich mal, auch die 4100-Punkte-Marke nicht der Bereich sein, den wir jetzt hier nach Malen, nach Zahlen in den Chart reingepackt haben, äh, sondern das ist dann wirklich das Thema. Der Markt schiebt schön weiter nach oben und hat tatsächlich das Potenzial, auch oben Richtung 4200 Punkte auch zu laufen. Schauen wir uns das Ganze mal noch im kurzfristigen Chartverlauf an. Ich zoome das mal kurz rein. Äh, und da sehen wir das an dieser Stelle auch hier an diesem Punkt. Das ist der Seitwärtslauf, die hohe äh, Seitwärtsphase, die korrektive Phase hier an dieser Stelle. Da haben wir natürlich einen Spike nach unten hier in den Markt, unter in dem Bereich von 4061. Aber ich sag mal, der tragbare Boden, der ist hier irgendwo im Bereich von 4065. Das ist das, wo wir hier öfter mal den Test hatten. Das andere war nur ganz kurz drunter gelugt. Aus charttechnischer Sicht ist hier quasi überhaupt nichts passiert. Und das, was wir hier oben sehen, dieses Seitwärtslaufmuster ist so ein bisschen wieder auch kontraktives Verhalten, dass man oben tatsächlich versucht, sich zu halten, dass der Verkaufsdruck überhaupt nicht aufkommt. Und das ist halt das bullische Zeichen, wo wir einfach sehen, wenn es hier tatsächlich oben drüber geht, dann haben wir wirklich sehr, sehr gute Chancen, zur Oberseite mit reinzulaufen. Und für diejenigen, die, die diesen Kurzfristbereich haben wollen, wir haben natürlich hier einen Mini-Abwärtstrend. Der ist da hier, das nach unten. Wir haben hier das Hoch. Wir haben hier ein fallendes Tief. Wir haben ein tieferes Hoch. Das ist jetzt halt die Frage, wie es da entsprechend weitergeht. Also das ist wirklich im ganz, ganz kurzfristigen Bereich und da stellt sich halt jetzt die Frage hier unten drunter. Was passiert in diesem kleinsten Zwischentief? Also hier geht der Markt eher so ein bisschen runter. Fallen wir hier drunter, dann ist hier der Anlaufmarker quasi die Unterstützung, die wir hier unten drinnen hatten. Und wenn die bricht, dann sieht es eher so aus, als wenn der Markt ein bisschen zur Unterseite entsprechend korrigieren wird. Ähm, das wird sich zeigen. Anlaufmarker haben wir da zunächst hier, wenn wir uns mal die Stunde anschauen, hier diesen Trendfortsetzungsbereich um die Marke von 4045 bis 47 Punkten, also auch hier da unten raus, das ist die 43, da oben haben wir dann das Hoch, das Spike-Hoch gehabt, hier an dieser Stelle, also ähm, das ist nicht ganz eindeutig immer auf dem Punkt auch festzulegen, aber das wäre mal ein Level, wo wir mit einem Rutsch nach unten durchaus die Korrektur ein Stück weit ausbauen können und von dort aus wieder durchstarten können. Sollte dieser Bereich definitiv kein Kauflevel sein, dann können wir uns in aller Ruhe äh, mit den entsprechenden Tiefs befassen und das wären dann sozusagen die Swinglos die wir hier haben und auch da durch diese riesige dynamische Stärke, die wir hier in dem SP 500 auch gesehen haben, sehen wir es auch hier, sind diese Level auch immer ein bisschen schwammig. Ein festes haben wir hier unten, da haben wir ein sauberes Zwischentief um die Marke von 4030 und ansonsten sind es halt ja hier. Da, was will man hier machen? Ne? Da ist kein fester Kaufbereich. Da hat sich der Markt ganz leicht nach oben entsprechend bewegt. Das ist ganz gut. Wenn man es tief nehmen möchte, dann wäre das nächste hier unten das Zwischentief äh, um die Marke von 3.000. 971. und das ganze kommt halt aus dem trendverlauf auch raus und das skizziere ich jetzt auch noch mal kurz an ähm, damit das jeder relativ leicht auch sehen kann. das heißt hier nehmen wir uns einfach mal den trend vor der kam von hier unten und bewegt sich schön nach oben hin und das ist halt alles bewegungsarm was wir hier an dieser stelle haben. das ist alles gut und wie schon gesagt hier unten da liegt jetzt das aktuelle zwischentief aber das ist alles hier oben seitwärts ne kurz drüber drunter es gibt keine richtung das hin und her kennen wir ja schon sollte der markt sozusagen jetzt hier das ist das das Short-Szenario, was ich signalisiert hatte, aus dieser Sequenz hier etwas in diese Richtung machen. Das wäre der Kurzfristweg nach unten. Dann hätte man einen korrektiven Abwärtstrend. Äh, und wenn der sozusagen dieses Level hier an dieser Stelle rausnimmt, also diese Marke hier unten, äh, dann sehen wir auch ganz klar, dann ist mit diesem Bewegungsarm erst einmal finito zunächst aus charttechnischer Sicht. Und dann geht es halt in die unteren Regionen rein. Das heißt dann von dort aus wirklich hier in das Kauflevel, was wir dort haben, möglicherweise liegt dort noch die ein oder andere Order und dann entsprechend die Absicherungsorders, die wir haben, je nachdem, wie stark es da zur Sache geht, könnte sein, dass das alles heute Nachmittag, äh, wenn der fomc bericht kommt, also Nachmittag in den USA, bei uns hier in Deutschland ist das natürlich am Abend, ähm, da könnte Bewegung reinkommen. Warten wir es mal ab. Szenarien können wir hier bauen, wie schon gesagt, der Aufwärtstrend ist weiterhin absolut intakt, also mittelfristig gehe ich eher von steigenden Kursen aus. Kurzfristig, wie schon gesagt, die Anlauflevel auf der Unterseite für die, die sich hier intraday auf die Lauer legen wollen, haben wir auch ein paar miteinander besprochen. Das ist der S&P 500 und dann hatte ich auch avisiert, dass wir uns nochmal eben die entsprechende Schulterkopf-Schulterformation im Australdollar anschauen wollen, äh, wo wir hier ja auch besprochen haben, das Chartbild ist ja auch noch wirklich Originär drinnen, wo wir gesagt haben, das ist äh, Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Hier unten haben wir die Nackenlinie, hier die klassische Schulter, der klassische Schulterbereich. Das Ganze war auch sehr, sehr oder ist auch sehr, sehr schön zu sehen äh, in der entsprechenden Woche. Das ist jetzt da und ähm, die, diese Formation habe ich heute mal aus edukativen Punkten nochmal mit reingenommen in den Chart, denn. Der Markt hat zwar hier unten ganz knapp äh, diese Schulterkopf-Schulter-Formation, die Nackenlinie unten getriggert, ist also unten rausgelaufen. Wir hatten das Tief hier unten bei 0,75, 3,15, ähm, das heißt definitiv unten drunter gegangen, aber es gab noch keine Bestätigung. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Fakt an dieser Sache. Dieser kleine Aufwärtstrend, den wir hier haben, der ist weiterhin intakt. Ne? Das sehen wir hier. Wir haben fallende Hochs, das ist diese Seite, und wir haben weiter fallende Tiefs. Also das Umkehrbild ist tatsächlich noch da, aber wie in, in ganz, ganz vielen Umschwungphasen. Das sehen wir auch beim Euro-Kann-Dollar beispielsweise. Wie bei ganz, ganz vielen äh, Umschwungphasen kann sich das Ganze manchmal ein bisschen ziehen. Und das hängt einfach mit den Währungspaaren an sich zusammen, ähm, wie die gerade unterwegs sind. Und da machen wir mal ganz kurz noch einen Blick in äh, die Futures rein. Ich hole sie gerade mal ganz kurz runter hier. Und da schauen wir uns mal eben hier an dieser Stelle den US-Dollar an. Und zwar, Moment, hier, da haben wir es. Ich hole es groß rein ins Bild. An dieser Stelle, das heißt dieses Thema hier, das ist der US-Dollar und der ist gerade im Aufwärtstrend in seiner Korrektur. Das heißt, der wird gerade schwächer. So, und wenn wir uns jetzt mal die Konstellation anschauen, wir haben einen, einen, einen Chartverlauf hier an dieser Stelle, ähm, wo diese Schulterkopf-Schulter-Formation davon profitiert, dass wir einen äh, schwächer werdenden ähm, Australdollar und einen stärker werdenden US-Dollar haben. Ja? Der US-Dollar drückt nach unten, das Ganze zu sehen hier an dieser Stelle, und das ganze Bild müssen wir in den Kontext setzen. So, und das ist jetzt der Punkt, den wir hier wieder sehen. Die Korrektur ist hier im US-Dollar noch nicht da. Das heißt, diese Schulterkopf-Schulter-Formation hat ja als einer der Punkte, dass man sagt, im Optimalbereich wird der US-Dollar stärker und der Austral-Dollar schwächer. Ja, und jetzt sehen wir allerdings die Korrektur im US-Dollar. Das heißt, der US-Dollar wird schwächer. Das spricht gegen einen direkte, direkten Verkauf. So, jetzt schauen wir uns den Australdollar an. Beim austral sehen wir, der ist in seiner Abwärtssequenz drinnen, ist aber in den letzten Tagen nicht vom Fleck gekommen. Ja, das heißt, dieses Inhalten hier an dieser Stelle liegt jetzt nicht an einem plötzlichen Deutlich stärker werdenden Australdollar, sondern auf einem mehr oder weniger neutralen Australdollar. Er bewegt sich hier mehr oder weniger seitwärts, aber unter einem schwächelnden US-Dollar. Und jetzt kommt der Punkt ins Spiel, den wir hier in dem Chart sehen, wenn der US-Dollar plötzlich wieder an Stärke gewinnt, und das ist heute nicht ausgeschlossen, wenn wir mal sehen, wir sind hier unten reingelaufen und man muss einfach mal sehen, sollte hier der Markt an diesem Kauflevel wieder mit Stärke reinkommen, könnten wir durchaus jetzt schon durchstarten. Das wäre dann das Umkehrsignal. Also, das hängt alles ein bisschen an den beiden Sachverhalten, ein bisschen nehme ich mal an, auch an dem Thema des FOMC-Reports heute. Wir sehen hier oben jetzt im Währungspaar Austral-Dollar-US-Dollar die Schwäche schon wieder reinkommen. Das heißt hier oben an diesem Zwischenhoch will der Markt jetzt nicht wirklich nach oben. Und das wäre jetzt der Punkt, sollte der Markt tatsächlich runterrutschen, dann wäre das tatsächlich die Chance, dass wir diese SKS nachhaltig triggern und den Markt nach unten rausnehmen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man sowas denn entsprechend äh, traden? beziehungsweise sich bestätigen lassen und äh, ich bin äh, in solchen situationen ein, ein trader der ist da ein bisschen vorsichtig ne? also ganz klassisch rein von der charttechnik her wenn das signal getriggert wird setzt man seinen, seine Sell-Order hier unten rein und ist dann eingetriggert und das Ganze läuft. so Und dann kommt es halt darauf an, in welchem Kontext man das Ganze tradet. Im kleinen Bereich, wenn man diesen Ausbruch, nur den Ausbruch traden möchte und sich den Tag zur Debatte nimmt, muss man halt sagen, okay, wenn es hier oben über dieses Level geht, ist diese Abwärtswelle raus, dann geht es in die Korrektur oben rein. Dort muss die Position zugemacht werden, weil dann könnte es passieren, dass der Markt deutlich nach oben läuft. Klassischer Fehlausbruch. Ähm, das ist halt der Punkt den man dort immer wieder hat. Der Weg, wie ich sowas in der Regel trade, heißt hier an dieser Stelle, wir schauen uns den untergeordneten Trendverlauf an. Und das, was ich hier an dieser Stelle sehen möchte, ist nicht nur den Bruch, sondern eine Bestätigung des Bruchs durch eine Fortsetzung des Abwärtstrends. So. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz im Kontext an. Hier mache ich mal kurz das Rechteck noch mit rein, dass wir diesen Punkt haben. Und das schauen wir uns jetzt mal im Vier-Stunden-Chart an. Und da sehen wir es hier, das war innerhalb der Abwärtsphase der Peak. Ja, und was ich dann hätte sehen wollen, damit das Ganze eine direkte Bestätigung bekommt, wäre das Bild hier an dieser Stelle. Und das ist halt das Schöne. Das kann ich jetzt direkt mal an diesem Beispiel edukativ auch zeigen. Ich hätte gerne gesehen, beziehungsweise in solchen Sachen möchte ich das tatsächlich sehen. Ich lege mich da wirklich auf die Lauer hier. Das ist der Trend nach unten, der zum Bruch geführt hat. Und was ich dann sehen möchte, ist, dass wir eine Korrektur bekommen. Und wenn wir diese Korrektur bekommen, lege ich meine Verkaufsorder immer schon unten rein. Das heißt, dort hier unten, wo dieses Tief ist, knapp unten drunter lege ich dann die Stop-Sell-Order und sage dann, solange wie der Markt nicht hier über dieses Level fällt, sondern irgendwo aus der Korrektur oben zurückkommt, ist das Signal für mich absolut okay. Das heißt, hier Weg nach oben, bis hierhin war alles gut. Und dann hätte das kommen müssen. Das ist aber nicht bekommen. Also bin ich in diese Schulterkopf-Schulter-Formation mit diesem äh, Signal im Hintergrund nicht eingestoppt worden. Bei Devisen 100 haben wir den Trade schon am Laufen. Wir sind aber über ein anderes Szenario reingegangen. Da haben wir nicht die SKS getradet, sondern wir sind über einen anderen Weg auf der Shortseite. Da ist auch äh, sozusagen die Setup-Signallage ein bisschen an eine andere gewesen. Jetzt sehen wir hier entsprechend die Korrektur äh, und die ist ganz normal. Die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, was macht man? Dann, nun, wenn man schon eingestoppt worden ist, wenn man es kurzfristig tradet, ja, hier, wer seinen Stopp hier gehabt hat, der ist jetzt erstmal raus. Blickt man auf den Tageschart im Australdollar, US-Dollar, äh, muss man allerdings auch konstatieren, ähm, hier ist die Kuh noch längst nicht vom Eis. Also das kommt immer so ein kleines bisschen drauf an, äh, wie eng man den Markt hier tradet und wie die Umschwungphase tatsächlich wird. Und das ist der Punkt, den ich gerade auch angesprochen hatte. Äh, wenn man sich den Austral-Dollar-Future anschaut, hier an dieser Stelle, ich hole den noch mal ganz kurz ins Bild, ähm, da haben wir natürlich die Schwäche weiter da. Ne? Hier geht es weiter in die Abwärtsrichtung rein, aber wir haben halt hier unten einen Supportbereich um der Marke von knapp 0,75, 75. Da kann es durchaus einen Abprall geben und der Markt höher äh, trendieren hier wieder in Richtung 78, 37. Das ist jetzt das Umschwunglevel und das äh, ja ist die, die sage ich mal zähe Phase immer. Das heißt, wenn wir hier nachhaltig nach unten gehen, wird auch der Future nach unten gehen und das gilt so ein bisschen zu beobachten. Wer das Ganze aus der klassischen Charttechnik mit rausschaut, der sieht einfach mal kurz, wo die Trends entsprechend laufen. Das heißt, hier ist ja der Abwärtstrend da größeren Maße. Das heißt, das ist auch der Nachteil von diesen weiten Umschwungphasen. Solange, wie wir nicht hier oben über die 78, 49 drüber laufen, ist dieser Abwärtstrend intakt. Aber wir laufen jetzt hier nach oben. Wir haben hier den Bewegungsarm rausgenommen. Setzt der Markt sich hier über dieses Hoch von gestern drüber, also beziehungsweise von heute, über die Marke hier oben von 0, wo haben wir es da? 0,76, äh, 77, dort oben drüber. Dann setzt sich die Korrektur fort. Nächster Anlaufbereich hier oben in diesem, sage ich mal, Verkaufslevel um die Marke von 77 und dann geht es schon ein Stückchen weiter höher. Das ist dann klassische Trendtechnik. Diese SKS, so wie sie jetzt ist, das erste, der erste Versuch, unten auszubrechen, den kann man jetzt getrost als gescheitert benutzen. Aber wie schon gesagt, äh, wer den Stil äh, ähnlich tradet wie ich, ist auch gar nicht eingestoppt worden. Der kann das Ganze ganz entspannt von der Seitenlinie auch betrachten. Das sind übrigens Dinge auch. Ähm, das wird auch in äh, den entsprechenden Ausbildungen, äh, die ich ab und zu mal mache, ein, zweimal im Jahr ähm, auch Thema sein. Das nächste ist am 8., 9. Mai, wen das interessiert, einfach mal auf mich zukommen. Ähm, da gibt es wieder eine Online-Ausbildung und da besprechen wir definitiv diese Dinge mit. Das ist der Blick in den australischen Dollar. So, und dann kommen wir entsprechend mal zu den Wunschmärkten. Und da haben wir, äh, wie vorhin schon avisiert, auch ein paar auf der Uhr heute. Äh, und da starten wir mal zunächst mit äh, dem Cable, also britisches Pfund US-Dollar. Das Ganze ist ja natürlich auch immer ein hochinteressantes Thema hier an dieser Stelle. Der Markt kommt ja hier so ziemlich unter Druck. Und was wir hier an dieser Stelle haben, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Umkehrsignal. Ne? Wir haben hier ganz ordentlich sauber laufen den Abwärtstrend. Der ist ganz klassisch da. Wir haben hier oben in der Korrektur das Umkehrsignal bekommen und jetzt haben wir hier sozusagen den Abwärtstrend auch wieder am Laufen. Das heißt, wir haben hier den trendigen Korrekturkanal gehabt. Hier an dieser Stelle, Moment, wir brauchen das. So, packen wir mal drunter. Das ist mal grob skizziert entsprechend der Kanal, den wir an dieser Stelle haben. Ähm, und das Ganze hier entsprechend mal in der Nähe betrachtet, da müssen wir in die kleineren Zeiteinheiten reingehen. Das heißt, hier gehen wir mal in den 4 stunden trend rein und da sehen wir es schon hier. Das hier, das ist übergeordnet abwärts gerichtet. Hier, ich mache es mal rein. Das ist der größere Zeitrahmen. Sehr, sehr schön, der Abwärtstrend auch zu sehen. Hier haben wir jetzt die korrektive Phase. Da trendet es nach oben. Und das ist jetzt das Wichtige. Der Ausbruch läuft. Ja, und das ist jetzt das Schöne, was wir sehen. Wir haben hier einen Markt, der nach unten trendet. Und wenn es hier zur Trendfortsetzung weiterkommt, dann ist das Ganze sehr, sehr schön auf der Unterseite auch zu traden. Im Kurzfristbereich. Hier sehen wir, dieser Aufwärtstrend ist definitiv rausgenommen. Und wenn es jetzt weiter nach unten geht, haben wir schöne Anlaufmarken hier unten, nämlich die Zwischentiefs um die Marke von 1,37, knapp 45, 46 rum. Dann hier die beiden relativ nahen äh, kleinen Tiefs hier um die Marke von 1,37. Was haben wir hier im Low? 1,37, 16, 1,37, 17. Äh, und dann hier unten das Tief, was wir hier liegen haben bei 1,37,06. Das ist das, was wir entsprechend hier haben. Muss ich mal noch ein kleines Stückchen höher ziehen, so in diesem Bereich. Das sind die Kleinen Marker. Wenn wir hier dann drunter fallen, kommt als nächstes diese 13670 ins Spiel und das wäre dann ganz klar und eindeutig das Fortsetzungslevel vom größeren Trend. Das heißt, auch hier das Ganze noch mal kurz einskizziert, beziehungsweise die Anlaufpunkte, also hier das trendige Bild das sehen wir auch sehr sehr schön hier das ist der Trend der sich dann nach unten fortsetzt und die Anlaufmarker die wir dann da haben sind ganz einfach die tieferen Zwischenlos an dieser Stelle und das sind ganz klassisch trendtechnische Marken und die laufen halt auf der Unterseite schön mit das heißt wenn es tatsächlich hier zur Trendfortsetzung kommt hier Nächstes Anlauflevel haben wir dort unten liegen, um die Marke von 1,35,65. Und das ist dann ganz, ganz klassisch das, dass wir hier dann aus der untergeordneten Zeiteinheit die Umkehr der Nachfrage haben und dann die Trendfortsetzung generieren. Und da sehen wir es hier. Im Kabel haben wir die 1,35,65 äh, auch im Tageschart schön mitlaufen. Hier, das sehen wir. Das ist ein Korrekturtief gewesen. Und wenn auch das bricht, da gehen uns die entsprechenden äh, Kursziele auch nicht aus. Und das, was wir hier an dieser Stelle sehen, ähm, ich zeichne das mal ganz kurz ein hier eine Linie mal kurz nach oben. Das hier ist der Trend des Wochenarms. Ne? Schauen wir uns das mal kurz auf der Wochenbasis an. Das ist der Aufwärtstrend, den wir hier in der Woche haben. Und da können wir uns dann, wenn es tatsächlich schön nach unten weitergeht, ähm, anhand dieser Zwischentiefs in diesem Bewegungsarm der Woche schön entsprechend orientieren. Und auch hier sehen wir das Ganze mal am, am Laufen bzw. Das, was das Programm hier einzeichnet, sind tatsächlich schon die wichtigen Marker. Aber das grobe Bild möchte ich mal kurz skizzieren hier an dieser Stelle. Schaut mal hier, da ging der Aufwärtstrend schön los, schob schön nach oben höhere Hochs, höhere Tiefs. Und wie schon gesagt, das hier ist der letzte Bewegungsarm. Und wenn der tatsächlich in die Korrektur tiefer unten reingeht, dann wären die nächsten Punkte unten dran. Und das nächste Anlauflevel hat man hier besprochen. Das ist der Blick ins Cable. So, das Ganze hier ähm, läuft ganz klar trendtechnisch zur Unterseite ab. Also hier sieht es eher nach einer Ausweitung der korrektiven Phase aus. Äh, jetzt schaue ich mal ganz kurz noch mit rein. Euro-Kann-Dollar hatten wir noch auf der Uhr. Ähm, und dann haben wir Fund-Yen und wir haben noch US-Dollar-Mexikanische, also mexikanische Dollar. Das Ganze hier äh, im blick auf die wunschmärkte ne? und wti ja gut wti ist halt irre an dieser stelle äh, das äh, ja ähm, was heißt irre? Das ist ganz normal Angebot und Nachfrage macht hier die Preise, aber es ist halt momentan ein sehr, sehr schwungvoller Markt. Äh, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Wir gehen allerdings jetzt mal Stück für Stück durch die Währungen mit durch. Äh, und da haben wir hier zuerst das Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar. Ähm, den haben wir auf der Shortzeit ja schon mal auf der Uhr gehabt. Aber, und das ist ganz, ganz klar und klassisch zu sehen, auch hier, wir sind verortet im Abwärtstrend, aber. Aufsätze auf einem ganz, ganz wichtigen Support-Level. Ne? Das ist das Wichtige, was wir hier haben. Und das sind ja immer wieder diese starken Marken, die wir sehen. Und dieses Level hier, das haben wir ja mit Absicht auch in, in grün markiert. Das ist ein Support. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich aus dieser Aufwärtsphase, denn hier unten, das ist ein Wochenchart, den wir gerade anschauen, also den haben wirklich die ganz, ganz Großen auch immer mit auf der Uhr, die gucken da nicht in den Stundenchart. Hier ist der Markt umgeschwungen. Wenn ich das mal kurz ein bisschen kleiner mache, kann man es gut sehen. Schaut mal, wir sind hier oben aus einer Abwärtsphase gekommen, unten rein, haben hier bei 1,42,63 das Low gehabt und sind über diese Marke hier, über diese 1,47,25 drüber geschossen und zwar ordentlich. Dann haben wir auch gesehen, hier oben das Level um die 1, knapp 60 rum, ist ein fetter Widerstand. Das kennen wir auch aus der Historie. Und jetzt sind wir halt genau wieder hier unten aufgesetzt in diesem wichtigen Level, wo der Markt komplett rumgedreht ist und so massiv nach oben geschoben ist. Und genau dort aufgesetzt kommt es jetzt wieder zu diesen massiven Käufen, die wir an dieser Stelle haben. Das sollte allerdings nicht darüber hinweg deuten, dass wir weiterhin den Markt eher von der Oberseite zur Unterseite am Laufen haben. Wir sind jetzt hier halt sehr stark nach unten gelaufen und gehen jetzt in die korrektive Phase rein. Und jetzt gehen wir mal kurz entsprechend in den Tageschart zurück, denn da sind wir gerade an einem sehr, sehr entscheidenden Level und das Level zeigt uns an, dass wir jetzt durchaus deutlich mehr Potenzial zur Oberseite sehen können, wenn der Markt tatsächlich hier nachhaltig über das kleine Zwischenhoch hier drüber läuft. Ich ziehe mal ganz kurz hier unten rein, also das heißt die Marke, die wir hier haben, dieses Zwischenhoch kam aus diesem Abwärtsschub. Ne? Schaut mal hier, das war der letzte deutlich nach unten gelaufene Bewegungsarm. Der hat hier oben das Zwischenhoch gehabt und hier laufen wir jetzt drüber. Wir haben auf Tagesbasis wohlgemerkt noch keinen Aufwärtstrend. Wir haben nur einfach einen massiven Schub nach oben. Und wir wissen ja auch selbst, dass diese massiven Stübe nach oben, haben wir auch hier gesehen, häufig wieder korrigiert werden. Und das ist jetzt das Thema für die Longseite. Aus meiner Sicht ist der Markt schon sehr, sehr stark nach oben gelaufen. Als kurzfristiger Trader meine Empfehlung eher hier so ein bisschen auf die Lauer legen und mal schauen, was hier so kommt, wie sich der Markt entwickelt. Der Anlaufpunkt, den wir hier nämlich haben, ist hier oben dieser Verkaufsbereich. Ne? Das war hier drüben der wieder äh, die Unterstützung, und hier sind wir drunter gelaufen, haben diesen Bereich noch mal getestet und haben dann gen Süden abgedreht. Und das ist oben das Level um die 1,50, 47 bis 50. um dieser Drehbereich. Das ist ein Widerstand. Wenn der Markt hier auch mega bullisch bleibt, ja, dann äh, ist die Sache weiter ganz, ganz klar. Sehen wir sofort die Aufwärtsrichtung. Sehen wir dort allerdings, und das ist jetzt das, äh, das Thema, auf die Lauer legen und auf den Trade warten, beziehungsweise den Trade zu uns kommen lassen. Sehen wir hier die Dynamik nach oben, hier in diesen Bereichen irgendwo abflachen, dann haben wir die Chance auf die Gegenbewegung zur Unterseite. Und das wäre die Chance dann zu sagen, jetzt geht es runter. Beim euro müssen wir halt ein bisschen schauen, was an dieser Stelle entsprechend auch wird, wie sich der Euro weiterentwickelt, wie sich der Kandor weiterentwickelt. Weil hier äh, wollen wir ja entsprechend die Unterseite äh, beleuchten. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, äh, wir haben es hier eher mit zwei Währungspaaren zu tun, die möglicherweise beide in die Schwächere richtung trendieren. Und das ist das Bild, was wir sehen. Der Euro im Tageschart, das ist der Euro-Future, ist abwärts gerichtet. Ne? Der Abwärtstrend ist intakt. Wir haben es ja vorhin in der Analyse beim Euro-US-Dollar gesehen. Ähm, die laufen ja identisch, die Charts mehr oder weniger. Man sieht es, wir sind weiter in der Korrektur. Und ein stärker werdender Euro treibt natürlich das Währungspaar Euro-US-Dollar weiter nach oben. Das ist jetzt die Sache hier. Kommt jetzt Stärke in den Euro rein. So, und dann haben wir das nächste. Also der Euro ist schwach, jetzt allerdings in der Korrektur. Und im Kann-Dollar sind wir gerade, äh, sage ich mal, in der Umschwungphase. Das heißt, der kann wird jetzt an dieser Stelle schwächer. Und das ist jetzt der Punkt, auch hier wieder mal kurz die Waage aufgezeigt. Das hatte ich ja schon häufiger gemacht. Wenn wir diese Konstellation haben, was brauchen wir denn, äh, damit entsprechend der Markt weiter in die short läuft? Wir brauchen mal definitiv... Einen äh, Euro, der nicht so auf die Tube drückt, weil der Euro macht ja die Waage sozusagen, drückt ja die Waage nach oben. Moment, das Zeichenwerkzeug, kurz auf, um nochmal auf den Kontext der Waage hier zu kommen. Das heißt, hier an dieser Stelle die Waage wieder gezeichnet. Also hier die Waage haben wir dort. So, hier haben wir quasi den Euro. Hier haben wir den Kann-Dollar und äh, das an dieser Stelle ähm, ist jetzt quasi die Situation, dass der K-Dollar gerade schwächelt. Das heißt, diese Seite wird leichter. Was passiert? Hier, das geht zur Seite nach oben. Das heißt, die Preisleiste verändert sich zur Oberseite. Und der Euro wird jetzt auch noch schwerer. Das heißt, drückt hier unten rauf. Und das sorgt dann halt dafür, dass wir hier. Den nächsten Druck auf die Oberseite bekommen. Was brauchen wir hier? Damit wir entsprechend ähm, ja sozusagen den Markt nach oben laufen lassen können. Hier im Euro Kandler, wir brauchen einen Euro, der schwächer wird. Das heißt, dass diese Seite hier drüben wieder leichter wird. Ja, das heißt, hier das muss nach oben gehen und wir brauchen den Candler, der wieder hier auf die Tube drückt nach unten und dann bewegt sich das Ganze nach unten. Das Ganze ist aber relativ tricky, momentan zu sehen, denn wir sehen, der Markt steht hier im Umschwung und gerade äh, was den Kandler angeht, sehe ich für die Shortseite eher momentan die Schwäche. Also das heißt, ich gehe eher davon aus, dass man einen Markt sieht, der hier nach oben läuft aus momentaner Sicht. Das zeigt das Bild so ein bisschen an, dass wir die korrektive Phase sehen, das kommt halt aus diesem fetten Support-Level raus. Und der Markt zeigt es uns ja auch ganz, ganz stark momentan an. Und wenn wir uns dazu die Futures mal anschauen, dann sehen wir halt auch, dass der, dass der Cannes-Dollar hier durchaus die Chancen hat, eine Umkehr zu machen. Das heißt, hier in die short zu laufen, unter der Marke von 79, also 0,79 den kleinen Abwärtstrend zu machen. Und dann haben wir hier ein paar tiefere ähm, Tiefs auf der Unterseite, die wir noch mit anlaufen können. Das ist die Gefahr, die ich hier sehe. Das heißt, wir haben einen schwächelnden Dollar, der wird dann leichter. Und wenn der Euro nicht hier massivs, massivs wieder äh, unter Druck gerät dann sehe ich das Währungspaar Euro-Candler momentan eher in der Ausdehnung dieser Phase, die wir hier haben, halt zur Oberseite rein, die Marke von 1,5047 zu überschreiten und möglicherweise dann hier oben reinzulaufen in diesen Drehbereich um die 1,5275. Das mal die Wahrscheinlichkeiten, wenn die Futures sich so entwickeln, wie das Bild, was ich gerade an dieser Stelle auch gezeigt habe. Das zum Euro-Candler und damit gehen wir in das Währungspaar britischer Pfund, japanischer Yen. Auch das recht interessant, der japanische Yen, wo ist er, britisches Pfund, japanische Yen, hier mal in der Woche. Wir verharren weiter auf relativ hohem Niveau an dieser Stelle. Diesen Chart hat man ja auch schon das ein oder andere Mal ähm, auf der Hand gehabt. Hier stellt sich jetzt auch die Frage, wie geht es weiter? Denn wir kleben hier oben in diesem Level, wir kommen nicht so richtig raus. Und das Band, in dem wir hier oben kleben, das ist halt wirklich dieser Bereich hier oben. Den hatte ich ja hier gezeichnet. 1,51, 50 bis 1,53, knapp 54. Dieses Band ist halt hier oben kein leicht zu überwindendes. Und wenn wir hier wieder abprallen, dann ist eher die Unterseite da. Also das heißt, wenn wir uns das jetzt mal kurz auf Tagesbasis anschauen wollen, der Aufwärtstrend ist weiter absolut intakt. Wir sind hier oben in diesem Band drinnen, das ist ganz klar. Die korrektive Phase kann durchaus noch ein Stückchen weiter gehen. Das heißt, hier an dieser Stelle, schaut mal hier unten, da haben wir das Zwischentief. Ich mache mal kurz den Zeitrahmen rein. Das ist das letzte Trendtief. 1,48 um die 50 rum, bis da unten rein kann es ohne weiteres in den Korrekturmodus gehen. Und wenn wir uns da mal anschauen wollen, wie das Ganze sich verhält, den Bewegungsarm mal mit anzuschauen. Das ist sozusagen dieser Arm hier, der vom Trend tief unten raus kam. Ich mache das mal kurz hier, die Linie optisch ein bisschen interessanter, dass wir es besser sehen können. Von da unten raus hat ja die Bewegung gestartet. Und hier haben wir an dieser Stelle den Lower Timeframe. Das ist der Bewegungsarm. Wie schon gesagt, der ist hier gebrochen. Anlaufziele auf der Unterseite für die korrektive Phase haben wir halt ein paar da. Wir sind jetzt hier gerade in diesem Ausbruchslevel um die 1, 51, 50, 55 verortet hier oben. Marker hier unten drinnen hier, da sehen wir, das war ein Anlaufpunkt, die 15117, da unten drunter haben wir noch ein bisschen was, was näher liegt, auch hier das unten ran, die 1 knapp 51 und dann haben wir hier unten dieses nächste Zwischentief um die Marke von 1, 50, 55 in der Ausweitung und danach ist erstmal ein ganzes Stückchen Luft zur Unterseite rein, wie ich schon gesagt, das ist die korrektive Phase, sollten wir hier wieder die Umkehr bekommen, das heißt hier den nächsten Aufwärtstrend zu bekommen. Das wäre dann das Signal, dass wir auf Tagesbasis dann eine bullische Kerze sehen. Das heißt, eine Kerze sozusagen in der Korrektur, die uns zeigt, der Markt steigt nach oben an. Also hier in diesem Bereich ist das genau das Szenario gewesen. Dann haben wir das Indiz, dass der Markt wieder hoch will. Dann können wir aus der Korrektur schön in die Long-Richtung traden. Die Korrektur hat allerdings noch nicht fertig. Ja, auch hier kann ich das Ganze mal ganz kurz anzeigen mit dem Entry-Bar. Hier, wir gehen gerade erst in die mittlere Korrektur rein. Da ist noch Potenzial nach unten. Und wer das Ganze markttechnisch traden möchte, wenn wir hier aus der Korrektur nach oben rauskommen, haben wir dann das Potenzial zunächst erstmal, wenn sich dieser große grüne Trend fortsetzt über das alte Zwischenhoch über die Marke von 1,3. 50, 40 drüber zu laufen und das ist dann ganz klar das Long-Szenario. Noch haben wir da allerdings keine entsprechende Entscheidung und damit kommen wir zum ähm, zum äh, mexikanischen Peso. Den muss ich mal kurz hier in dem separaten Chart reinholen. US-Dollar MXN haben wir hier an dieser Stelle. Das, so, und da haben wir hier ein neues Chartfenster. Machen wir uns mal auf. Das hatten wir ja auch die letzten Tage. Da freue ich mich auch immer, wenn wir mal ein paar Charts außerhalb der klassischen Reihe bekommen. Denn bei Tickmill kann man ja auch sehr, sehr schön die Nebenwährungen traden. Und wir sehen hier. Das Währungspaar US-Dollar, Mexikanischer Peso. Wir sehen weiterhin, die Schwäche ist vorhanden. Ne? Dieser Aufwärtstrend hier oben ist definitiv mal abgelöst worden, rausgenommen worden, ähm, als der Markt hier unter dieses Level gefallen ist. Also hier unten, das war die Wende. Und wir sehen auch hier, wir haben einen intakten Abwärtstrend. Und dieser intakte Abwärtstrend hat auch noch ein paar Ziele auf der Unterseite, nämlich hier die Zwischentiefs und dann hier unten das Jahrestief, was wir da haben. Und da haben wir so grob die Marken vom 19 knapp 19. Rum und hier unten 90,55. Das sind die tieferen Marken. Dieser Abwärtstrend hat weiter Potenzial. Und wenn wir uns mal anschauen hier oben, das war die Korrekturtiefe. Und wenn wir die einfach mal unten ranspiegeln, zusätzlich zu den Argumenten, die wir hier schon gehabt haben, an welchen Stellen nach uns Trader aktiv werden, sehen wir auch, das Potenzial reicht durchaus aus, um mal wenigstens hier unter die Marke von 19,90 zu fallen. Wenn der Druck weiter aufrecht bleibt, dann das Ganze hier unten. Und das ist jetzt der Punkt. Den wir hier an dieser Stelle sehen. Ähm, der US-Dollar-Mexikanische US läuft hier weiter nach unten, äh, weil der US-Dollar momentan. Sozusagen, beziehungsweise das gesamte Währungspaar hier, die ja, Bewegungsphase angibt. Der Bewegungsarm ist entsprechend weiter äh, intakt. Und was wir hier an dieser Stelle sehen, ist, dass diese Bewegungsfortsetzung kommt. Und wenn wir uns diesen kleineren Arm mal anschauen wollen, also quasi dieses, was wir hier haben, nach unten, das ist sozusagen der kleinere untergeordnete Trend, den wir jetzt hier mal besprechen wollen. Also dieses hier, ich zeichne es mal kurz ein. So. Also, hier, das wäre mal entsprechend der Arm, der sich nach unten bewegt. Hier so ein bisschen das Gezappel rum. Und wenn wir uns das mal kurz in der Stunde anschauen wollen, da sehen wir es schön hier, dass das große Bild, was wir hier haben, hier hatten wir ein kleines Stückchen an korrektiver Phase ähm, auch mit drinnen. Das heißt, hier, Moment, wo ist es? Da haben wir es da. Also, hier bis da unten rein, verfeinern wir das Bild mal noch ein bisschen. Ähm, dann hier die Korrektur. Da ist das aktuelle Korrektur hoch und jetzt schiebt es den Markt halt hier unten drunter und hier konsolidieren wir gerade auf dem niedrigen Niveau. Und wer sich jetzt die Frage stellt, wohin die Reise? Wir haben hier unten die Konsolidierung auf der Oberseite. Das nächste kleine Widerstandslevel haben wir hier in diesem Bereich. Klassisch für die Planung. Sollten wir eine Umkehr bekommen, dass der Markt wieder zur Oberseite reinläuft, dann wäre es halt wichtig, dass wir tatsächlich diesen Bereich hier... Überschreiten, das heißt hier oben drüber laufen. Moment, auch da mal kurz die Linie 3 mitgezeichnet, also hier über dieses Level, das wäre mal das letzte Verkaufslevel. Das ist ja oben rauf immer der erste Anlaufpunkt aus rein technischer Sicht. Also da spiegeln wir wirklich immer wieder ähm, die gleichen Sachverhalte. Deswegen kann man das so gut duplizieren. Und dann haben wir hier, wenn wir tatsächlich diesen Bereich rausnehmen, oben noch zwei weitere Ziele. Und zwar wäre das hier das Zwischenhoch grob um die Marke von 2037. Drum. Und dann, wenn es ganz klein genommen werden soll, haben wir hier noch einen Umkehrbereich. Das wäre dieses Level, was wir hier hatten. Das wäre die Korrektur, wenn man die Stunde zur Unterseite tradet. Ansonsten, wie schon gesagt, auf der Tagesbasis haben wir hier einen starken, validen Abwärtstrend auch tatsächlich drinnen liegen. Und der, wenn er aus der Korrektur rauskommt, das Potenzial zur Unterseite definitiv auch mit liegen hat. Wer jetzt die Long-Richtung tradet, der muss halt einfach wissen, wir sind hier, wie schon gesagt, in der Stunde weiterhin. In dem Bewegungsarm und wenn der anfängt, die Korrektur nach oben auszubauen, haben wir ein paar Punkte, die wir anlaufen kann. Man muss aber halt einfach wissen, der Markt ist short unterwegs. Wir sind hier in die Trendfortsetzung gekommen. Der Bewegungsarm ist intakt. Das heißt, wer hier jetzt schon in die Long-Richtung geht, macht das Ganze. Gegen sogar den Trend des Bewegungsarms. Chancen sind natürlich da, denn wir haben hier in diesem Bereich natürlich auch einen kleinen Mini-Support hier. Dieses Level, was wir hier haben, ich mache das mal kurz in grün, hatte natürlich in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal äh, ja, eine Marktbeachtung. Hier drüben haben wir es gesehen, da war es tatsächlich das Support-Level. Hier sind wir jetzt wieder aufgesetzt. Da haben wir also Chancen, durchaus ein Stück weit hochzulaufen. Deutlich in die Aufwärtsrichtung geht es dann, wenn wir hier oben drüber laufen und aus jetziger Sicht hier, wer die Sache short, also in die Abwärtsrichtung traden möchte, ähm, der Einstieg ganz klar, ganz klassisch, wer den Bewegungstrend tradet, geht dort rein, wo der Trend sich fortsetzt spätestens, ne? wenn wir hier natürlich Oben nochmal Signale bekommen für die Richtung saubere Signale da muss man dann mit einer noch, noch kleineren zeitarbeit arbeiten die umkehrt zu traden das ist ganz klar aber aus jetziger Sicht wenn wir uns das ganze mal anschauen wollen ist die Frage zu stellen wo setzt sich entsprechend der abwärtstrend fort den wir hier haben und das ist mal ganz klar hier unten drunter das heißt das level hier unter diesem zwischentief moment ich lösche hier mal ganz kurz diesen arm ähm, raus also wir müssen hier unten ran an dieser Stelle moment das Ganze machen wir jetzt mal in Blau, dass wir es besser sehen können. Und wenn wir diesen Jetzt aus jetziger Sicht rausnehmen, dieses Tief setzt sich der Bewegungsarm zur Unterseite fort und dann sind die Schortszenarien ganz klassisch da. Nächster Anlaufpunkt hier unten, die Marke von 19 knapp 88, 90 rum. Also das, was wir sozusagen hier drüben sehen und da waren die los, ich kann es genau sagen, 1989 unten runter. So, hätten wir das auch miteinander besprochen, dann hatten wir das und dann hatten wir noch eine Frage zum WTI hier. An dieser Stelle, also ich brauche da nicht viel zu sagen. Es hat sich zur letzten Besprechung nichts geändert. Der Markt verharrt weiter unten. Der Abwärtsdruck ist weiter vorhanden, aber er baut sich nicht auf. Ähm, das heißt im Öl, wir haben die Hin- und Herschwankphase, äh, die sich hier habt. Ich bin mal gespannt, wie der Markt reagiert. Auch hier mit Blick in den Ölmarkt gehen wir mal kurz in den untergeordneten Stundentrend rein. Hier sehen wir es die Korrektur. Wenn wir uns den Stundenschub mal angucken, aus dieser Phase hier oben raus ist beendet. Der Schub kam runter. Jetzt haben wir hier die Konsolidierung. Wir haben hier eine relativ weite Außenkerze, hier wo der Markt hin und her gependelt ist. In der bewegen wir uns noch, sollte es hier zur Abwärtstrendbildung kommen. Das heißt, hier an dieser Stelle. Sollte sich das Ganze nach unten fortsetzen. Ne? Hier sind wir unten drunter ausgebrochen und das Ganze ist jetzt wirklich nur grün, weil wir hier schon wieder einen leichten Mini-Aufwärtstrend sehen. Das täuscht aber nichts über die Tatsache hinweg, dass wir diesen Trend gebrochen haben. Wir sind hier tatsächlich unter das Zwischentief drunter gelaufen. Ne? Das lässt sich nicht wegdiskutieren, aber dann direkt wieder hochgelaufen. Kommt jetzt allerdings dazu, dass wir hier aus diesem Bruch hier unten rein die Korrektur sehen und nicht hier. Wir müssen dann tatsächlich hier oben drüber, sondern vorher umdrehen. Ich mache das aus jetziger Sicht mal, dass wir hier oben irgendwo ein Bild bekommen, das so ausschaut. Dann haben wir hier wieder den Abwärtstrend in der Stunde und das läuft dann auf Richtung des Tages hier Richtung 57, 60 unten rein. Das Ganze ist klar. Und wie schon gesagt, hier sind wir momentan in diesem kleinen Mini-Widerstandslevel. Setzt sich das Ganze nach oben fort, kommt es hier zur Fortsetzung, ist das Ausbau nach oben. Aber wie schon gesagt, ähm, aus rein charttechnischer Sicht, solange wir hier oben nicht drüber laufen, ist hier die Kuh noch lange nicht vom Eis? Für kurzfristige Trader durchaus interessant hier zwischen dem Tief unten bei 59 und dem Hoch oben bei 60,85 etwas zu traden. Hier dieser Bewegungsarm nach unten, schaut man sich den mal im 15-Minuten-Chart an. Der hat schon ähm, den ein oder anderen relevanten Anlaufpunkt, aber wirklich viel er ist hier aus technischer Sicht nicht zu sehen im 15-Minuten-Chart. Das heißt, wir müssen hier mal in den 5-Minuten-Chart reingehen und da wird es interessanter hier an dieser Stelle. Da haben wir hier oben, schaut mal hier, einen kleinen Anlaufpunkt. An dieser Stelle hier um die 59 knapp 85. Mini-mini-mini oben drüber, aber nicht wirklich was, was ich sehe. Das interessantere Level, was wir haben, ist die Umkehr hier oben. Also als wir sozusagen hier aus diesem Level unten rausgelaufen sind, also diesen ehemaligen Kaufbereich, den wir hier gehabt haben, hier, da hat sich dieser Trend nach oben hin fortgesetzt. Ähm, hier aufgesetzt, nach oben gelaufen, drunter gelaufen. Das wäre ein möglicher Anlaufpunkt, die 60, 30 für die kurzfristigen Trader. Aber wie schon gesagt, momentan ähm, ist die Seitwärtsphase ganz klar marktbeherrschend und das Ganze sehen wir hier da. So, jetzt bekommen wir noch eine Frage äh, zu den Agrarrohstoffen. Ich bin am Arbeiten. Äh, das heißt, wir werden das in Kürze äh, auch hier äh, sozusagen miteinander besprechen. Ich habe noch nicht den Zugang bekommen äh, zu den entsprechenden Kursdaten, die TIGMA hier im Future-Bereich anbildet. Aber da bin ich dran am Arbeiten. Das ist jetzt wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Also hier bitte ich noch ein bisschen äh, um Geduld, bis das Ganze läuft. Und dann nehmen wir hier in unserer Morgenbesprechungen auch immer wieder gerne den ein oder anderen Wunschmarkt mit rein äh, in die Rohstoffe, weil es bringt relativ wenig, wenn ich das jetzt sozusagen hier äh, über diese Charts hier bespreche, die uns kostenfrei über Finwitz zur Verfügung stehen. Ähm, da haben wir sozusagen nicht genug Einblick in alles. Das brauche ich schon ein bisschen anders an dieser Stelle. Äh, deswegen würde ich das ungern an diesen Punkten machen. Eine Sache bekommen wir noch aus Facebook gefragt und zwar hier an dieser Stelle ähm, den Volatilitätsindex, den Wix, den habe ich ja in, 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 den, in der Vergangenheit auch immer mal miteinander besprochen, äh, was das Ganze bedeutet und schaut mal hier, das ist der Volatilitätsindex an dieser Stelle ähm, für den US-Markt und da sehen wir, wenn die Volatilität extrem niedrig ist, haben wir ganz, ganz wenig Angst im Markt. Ne? Immer dann, wenn, die, wenn der Index relativ hoch steht, ähm, zeigt uns das an der ist doch sehr, sehr ängstlich unterwegs. Das drückt dann in der Regel sozusagen eher auf die Kurse der Aktienmärkte. Momentan ist der ähm, auf Jahrestief. Also so tief hier jetzt steht stand der äh, das letzte Mal im wann waren das gewesen im März vor einem Jahr war das gewesen ne? da oben drinnen also äh, im Februar sogar am ähm, letzten Jahres also das ist äh, schon sehr 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 lange her auf diese kleine Tradingzeit bezogen äh, und das zeigt uns die Wohler ist sehr sehr niedrig. wir haben hier momentan überhaupt keinen Wohleranstieg und wenn die sogar noch weiter fallen sollte, das kann man wirklich immer sehr sehr schön ähm, miteinander ähm, ja, besprechen hier an dieser Stelle ähm, ganz klar. Wir haben eine kleine Wohler, eine niedrige Wohler. Und das feuert so ein bisschen auf das, was wir hier bei den Indizes entsprechend auch sehen, dass der Markt tatsächlich eher die Oberseite beleuchtet als die Unterseite. Und wie schon gesagt, wir hatten es ja ähm, heute Morgen in der Besprechung äh, vom SP 500 hier. Das Verharren auf dem hohen Niveau, das ist wirklich ganz klar ähm, wieder absolut intakt hier an dieser Stelle. Und das können wir sehr, sehr gut für die Tradeplanung nutzen. Und das sind auch die abschließenden Worte meinerseits. Wer es noch nicht getan hat, jetzt bitte auf das. Das Like-Knöpfchen drücken und ansonsten die Trades planen. Den Plan traden und dann läuft das. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis morgen früh. Ihr Mike Seil. Tschüss.